Herzlich willkommen zu Teil 18 der Reihe Vektorrechnung und analytische Geometrie. Wir sprechen heute über Geraden im Raum. Mit Hilfe von Vektoren lassen sich also leicht Geraden in der Ebene oder auch in höherdimensionalen Räumen darstellen. Und die einfachste Möglichkeit, das zu tun, ist, dass man einen Stützpunkt angibt sowie einen Richtungsvektor. Wir definieren also einen Vektor g, der die Gerade repräsentiert, mit einem Parameter t. Als Summe, Vektorsumme aus einem Stützvektor p plus t mal dem Richtungsvektor. Dann ist für jedes reelle t, t ist also der freie Parameter, für jedes reelle t ist dann g von t ein Punkt auf der Geraden. Das Ganze habe ich bereits ausführlich alles dargestellt in der Videoreihe Punkte und Geraden in meinem Channel. Darauf möchte ich verweisen und wir wollen hier nur einige wichtige Sachen mal wiederholen. Das hier wäre ein Beispiel für eine Gerade. Wir haben hier einen Punkt p, der der Stützpunkt, der Stützvektor ist, und wir ermitteln einen Richtungsvektor aus dem Verschiebevektor von p nach q, also der Richtungsvektor r wäre q minus p, und dann können wir für jedes t eben einen Punkt auf der Geraden ermitteln, als Beispiel hier für einige ganzzahlige Werte von t, das sind diese grünen Punkte hier. Und natürlich auch für die nicht ganzzahligen Werte ergeben sich die Punkte dazwischen. Und das Grüne hier ist dann die Gerade, natürlich in beide Richtungen unendlich fortgesetzt. Sind jetzt eine Gerade und ein Punkt in Vektordarstellung gegeben, dann kann man zum Beispiel berechnen, ob der Punkt auf der Geraden liegt oder wenn nicht, wie der minimale Abstand des Punktes zu der Geraden ist. Und es lassen sich ebenfalls die Schnittpunkte zweier Geraden ermitteln, die in Vektordarstellung gegeben sind. Wie gesagt, das alles wird ausführlich vorgeführt in der Videoreihe Punkte und Geraden. Das möchte ich jetzt hier nochmal in einem Beispiel wiederholen, nämlich gegeben sei eine Gerade im Raum durch die Geradengleichung hier. Das Ganze ist also dreidimensional und wir fragen uns, ob der Punkt 1, 2, 2 auf der Geraden liegt. Und was tun wir? Wir setzen die Geradengleichung gleich mit der Koordinate des Punktes und wir fragen uns, ob es ein t gibt, für das diese Gleichung eben erfüllt ist. Hier die Gleichung nochmal hingeschrieben und das entspricht einem linearen Gleichungssystem. Auch zu linearen Gleichungssystemen gibt es eine Videoreihe in meinem Channel, auf die ich hier verweise. Das entspricht also dem Gleichungssystem 1 plus 2t gleich 1, 1 minus t gleich 2 und 1 plus 3t gleich 2. Das ist unser lineares Gleichungssystem, das hier nochmal hingeschrieben ist. Und dann folgt aus der Gleichung 1 hier oben, wenn wir auf beiden Seiten 1 subtrahieren, folgt 2t gleich 0, also t gleich 0. Und aus der zweiten Gleichung folgt t gleich minus 1. Das widerspricht sich aber. Wir haben also einen Widerspruch. Und das bedeutet, wir können das Gleichungssystem nicht lösen. Und das bedeutet, dass der Punkt nicht auf der Geraden liegt. Hier das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Die dünne rote Linie ist die Gerade, um die es in dieser Aufgabe geht. R ist der Richtungsvektor, p ist der, also klein p ist der Ortsvektor des Stützpunktes und der Punkt p, der wird hier durch diesen schwarzen Punkt repräsentiert und wir sehen, dass der eben nicht auf der Geraden liegt. Das also Punkte und Geraden und jetzt wollen wir in der nächsten Folge zu etwas Neuem übergehen, nämlich zu Ebenen im Raum. Vielen Dank.